Also ein bisschen länger gedauert, aber wirklich jetzt einmal länger AFK und kann ein bisschen in dem Feind bleiben. Die ganze Zeit AFK zu müssen. So, Onkelchen, dann gucken wir doch mal, was du so drauf. Moment, Moment! Erzähl auch wieder was. Bin ich voll Idiot. Ja. Kommst du bitte von der Wand da weg? Blöd getimed. Okay, eins gleich, dann dodgen. Bisschen weird. So, jetzt probieren wir das mal vielleicht nicht mit Insta-Fail am Anfang. Könnte helfen. Da muss ich immer noch springen, denn dem kann ich nicht dodgen. Ja, ich bin reingedodged. Gott, dass ich manchmal so random die Kamera verliere, nervt mich. So richtig random. Nein! Oh mein Gott, ich bin so dumm. Gut, dass wir darüber geredet haben. Oh, deshalb heißt du Eule, hä? Ah, oh, cool. What? Oh ja, klar.
Okay, cool. Okay. Gut, jetzt muss ich also auf ihn achten und auf die Eule, die da rumfliegt. Ja, cooler Shit, ey. Ich weiß nicht, ob denen das aufgefallen ist oder nicht. Die Kamera ist manchmal echt weird. Aber das Ding ist, ich habe gerade festgestellt, so viel HP hat er gar nicht. Also das Ding ist, die erste Phase kriege ich jetzt eigentlich relativ schnell down. Wenn er nicht in irgendein Muster verfällt, wo ich gerade total mit überfordert bin. Was immer wieder passieren kann. Das ist sehr weird, dass manchmal zwei Slashes funktionieren und manchmal einer. Come on, alter Mann. Firecracker City oder was? Das ist natürlich eine extrem unlustige Situation. Holy moly. Wie soll ich denn da bitte dodgen? Ich sehe die Eule nicht, ich sehe ihn nicht, ich weiß nicht, was er macht, gar nichts. Uff. Das ist natürlich uncool.
Okay. Ja. Ja, also ich verstehe nicht, was das am Anfang des Fights war, wo es extrem jumpy war. Also was ich, das ist ja gefühlt nur umhergehopst wie so ein kleines Bunny. War ein bisschen sehr merkwürdig. Okay. Er hat so viele Muster in der ersten Phase. Vermutlich die zweite Phase ist einfach dasselbe mit Random Teleports. Ich darf nur einmal zuschlagen. Zweimal killt mich. Also zwei werden sich weniger Muster. Ja, das einzige, was ja neu zu sein scheint, ist der komische Phönix-Feuerball, was wahrscheinlich einfach drüber springen ist, vermute ich mal. Ich weiß nicht, ob du den deflecten kannst oder so. Aber deflecten musst du den nicht können. Das sieht eher aus wie drüber springen. Ja, werde ich sehen. Keine Ahnung. Ich kann mir gerade ehrlich gesagt keinen Kopf um Phase 2 machen. Plötzlich änderst du dein gesamtes Muster, weil du ein Arschloch bist, hä? Oh, ich liebe dich so sehr. Jetzt plötzlich werde ich wieder von allem getroffen. Das ist merkwürdig.
Er ist wieder hart jumpy und ich verstehe nicht warum. Komm zu mir. Nice Tracking übrigens auf dem Kick, mein Freund. Warum macht der plötzlich anderen Shit als vorher? Das ist doch unfair, ey. Was ich ein bisschen weird finde, ist, du spielst den Fight hier nicht wie ein Sekiro-Fight. Der Fight hier spielt sich eher wie ein Dark Souls-Fight. Ja, klar. Was sind das denn plötzlich für Muster? Die habe ich bisher noch nicht gesehen, ey.
Nein! Alte Gewohnheiten sterben langsam, oder? Ach, schade. Okay. Okay, okay. Phase 2 wucht sich einfach nur sinnlos in die Länge ziehen, weil du ihn nicht pressern kannst. Das ist aber definitiv machbar. Gut. Nice Tracking auf dem Kick, ey. Das hat mich nicht mal ansatzweise getroffen. Der scheiß Kick, ne? Sein Kick ist Troll Nummer 1, ey. Das ist... Das Ding hat so 100% Tracking. Und das irritiert mich. Weil manchmal dodge ich den Kick und dann kriege ich einen Free Punish, wenn ich schnell genug bin. Und manchmal kriege ich es nicht. Mach's einfach raw, richtig. Hast du auch schon Jahre nicht mehr gemacht. Bitte töt mich einfach. Es ist so dumm, dass ich das nicht lerne, ey. Ich verstehe es nicht, warum das Teil immer anders ist. Und das macht mich wahnsinnig. Es ist nie dasselbe Timing. Warum ist das Timing so all over the place? I don't get it.
Am schlimmsten ist, wenn er rumjumpt, wie so, oh nein, der Boden ist Lava, weißt du? Das ist so das Schlimmste für mich. Und dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was als nächstes kommt. Kamera! Dankeschön, der Hit geht auf dich. Ja klar, das war zu wenig Range. What is it? Warum ist plötzlich alles seitwärts? Super weird. Okay. Holz schützt dich also nicht vor der Thrust Attack. Beruhigend. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, das könnte funktionieren. Trink mal eine Runde, ne? Hast bestimmt nichts gegen, ne? Er stampft neben mich und kriegt trotzdem den Jump. Nee, mein Kopf funktioniert gerade nicht. Don't be looking for the bitch.
Doppeldash. Ah, okay. Okay, dass er danach direkt einfach da ist, ist ätzend. Okay, ich kann ihn da nicht punishen, muss dann auf die Eule warten und dann gefühlt die Eule punishen, die ich nicht mehr anvisieren kann.